Herzlich willkommen hier in Thüringen. Wir werden jetzt weitermachen auf Milchverkauf. Wir werden jetzt gleich mal aufsteigen, sobald der Laster leer ist. Und dann verkaufen wir die Milch im globalen Markt. Ich habe ja nun alles, fast alles vom Milchhof jetzt hierher gefahren. Es wären ungefähr 20.000 da und lassen wir drinnen. Deswegen fahren wir jetzt immer mal. Jetzt haben wir, haben wir einen Preis, keine Ahnung. Und hier rein haben wir Milch für 1007. Na, ich will mal schauen, ne? Mal 1007, was wir gedrückt kriegen, ne? Verkaufen. Hier kann man noch den Wert einstellen, maximal oder alles oder wenig, ne? Bestätigen. Und jetzt haben wir unsere Milch auch verkauft. So. Pausieren. Die Milch wurde verkauft. Gut, okay. Silage ist drin aktuell. Naja, schlechter Preis. Heupellets, Häckselgut. Dünger, teuer. Boler. Saatgut ist auch teuer. Mais, Sojabohnen, Gerste. Sonnenblumen fehlt, das ist gut. Noch. So. Jetzt können wir den Mist, noch zur BGH fahren. Und wir werden bald schauen müssen, die Seemaschine hat noch gut gefüllt. 25%. Stellen wir unseren Milchwagen wieder rein. Und dann können wir auch bald die Schulden zurückfahren. Ne? Denn wir haben ja Schulden aufgenommen fürs Feld. Das ist noch nicht trocken, leider. Also weil es trocken ist, geht los. So, dann haben wir noch Gülle. Also wir können noch viel arbeiten hier. Also. Auf geht's, BGA! Das muss ich deaktivieren, das Mist. Ja, den wollen wir wegstellen hier. Aber gut, schaffen wir es halt nicht. Raus mit dir! So, nächste Ladung. Ja, war noch ein bisschen was, aber hier lohnt sich noch nicht. Holen wir gleich den Güllefass und dann holen wir Gülle vom Silo, bevor das hier die Ernte beginnen kann. Ne? Grüne Güllefass. Tor auch machen hier.
So, auf zum Pflegerube. Muss ich mal in Zukunft versuchen, mal hier einen Kurs einzufahren mit Autodrive, das entsprechend alles umzulagern. Ne? Einziges Problem ist hier beim Güllefass, bei der Klebe, der hat zwei Trigger für einmal Stall 1 und Platz 2. Und das ist ein bisschen schwierig, schon manuell einzufahren und ganz schwierig sicherlich bei Autodrive den Punkt zu treffen. Hier habe ich auch noch Silage, oh je. Man sieht hier, der eine ist so gut wie leer. Dann fahren wir ein Stückchen weiter. Das ist der zweite Punkt. Das ist eigentlich das einzige Problem. Das ist die goldene Flüssigkeit hier. Sieht man das auch? Die goldene Farbe drin. Euro-Stöcken. Die 100-Euro-Scheine, guck mal die da. Ja, wollt sehen, ne? Ein Duft heute. Wer möchte eine Probe abnehmen? Machen wir die BGH voll, ne? Da gehen wir gut hin. So lange wie wir nicht arbeiten können auf dem Feld und ernten können. Ist aber nicht trocken. So. Raus damit. Ja, die Gülle. Entschuldigung. Die Gülle wird nicht angezeigt. Aber man kriegt die rein. Und man kriegt dann auch Geld näher wieder. Ne? Das ist kein Problem. Wir haben sie gezahlt. Ne? Geht ja relativ zügig. Wir müssen nur sehen, dass wir uns schnell Color ist der Weg. Dicht zusammen, die einzelnen Dinge. Den Lauter auch mal hier. Auch giftiges Gas, bist du wahnsinnig. Da lebt mich hier auf. Naja. Das war halt nicht gesund, das Zeug, ne? Müsst du eigentlich die. Den Vermieter leer machen, falls noch mal Gas kommt. Aber eher unwahrscheinlich.
haben wir noch reichlich Stroh. Dürfte dieses Jahr reichen normalerweise. Das kriege ich auch nicht runter, das Ding. Muss man einen großen Radlader haben, dann geht's vielleicht. Wir haben eine Scheune hier. Wir haben so zwei Gülle. Und trocken ist es auch noch nicht. Leider. Stroh haben wir nicht verschenken und genau das gleiche mit Silage können wir auch nicht verschenken. Und zweitens haben wir keine Zeit. Naja, geht ja ein Ende entgegen, ne? Ein bisschen mache ich noch den Rest dann aufs Thema her. Hin und her fahren. Muss man eigentlich mal gucken. Muss ich aber den Kurs kombinieren. Muss man anders machen irgendwie. Der LKW ist ein bisschen zu klug dafür. Mit dem Traktor wird es ein bisschen besser gehen. In der Theorie. Aber ich kann es probieren mit LKW. Der Kurs geht ja hier in der Richtung. Ja, das weiß man. Das weiß ich ja nun und muss ich mal schauen. Dann kann es ja nebenbei laufen. Ne? Das muss ja auch nebenbei laufen, mehr oder weniger. Hier muss geeiert. Alkohol ist auch nicht hier oder was. So. Bremsen. Das ist typisch. Immer dann, wenn man nicht braucht, die Zeit, ne? Dann kommt die Meldung, dass der andere was haben will. So, fahren wir hier hoch. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir hier eigentlich so fahren, dass wir keine vermeiden, ne? Wie gesagt, man kann ein bisschen den Kurs damit verschieben. Der Trigger ist auch so ungünstig geraten, also mit dem großen Fahrzeug zum Beispiel. So. Dann ist ja auch voll, ne? Wir müssen den entsprechend auffüllen. Ja, ist noch nicht trocken, das ist ja Wahnsinn. Das sind manchmal 13 Grad, das geht schon mal. Garantiert um so 15 Uhr wird es trocken werden und dann heißt es nachher Stress, drei Felder ernten. Bis in die Nacht hinein. Aber mal schauen. Bestimmt zum nächsten Livestream. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sag ich mal tschüss und ciao, ciao. Ja, wir machen nächste Woche, Quatsch, morgen weiter in der Gülle fahren, versuchen mal automatisch zu fahren, ne? Den mal gleich mit hier. Kann nicht viel sein, bewusst. Ja, die Ernte ist wichtig, also das klappt uns halt auch nicht, wegen der Feuchtigkeit. So, dann sagen wir tschüss und ciao, bis dann, ne? Tschüss.